Der von der belgischen Polizei angeschossene Attentäter, der am Montagabend in Brüssel zwei Schweden getötet haben soll, ist tot. Der Verdächtige war nach stundenlanger Fahndung am Dienstagmorgen von Polizisten bei seiner Festnahme in einem Café im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek niedergeschossen worden. Bei dem 45-jährigen Tunesier wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Er war der Polizei bekannt, die Ermittler gehen einem islamistischen Motiv nach. Terrorism is directed against people everywhere. Perpetrators, they try to instill fear, distrust and division in our free societies. Terrorists must understand that they will never succeed in their intent. They will never be able to subjugate our free societies. With their hatred and their violence, they only show their impotence. Terrorism will never defeat us. Die Opfer des mutmaßlichen Islamisten sollen schwedische Fußballtrikots getragen haben. In der Nähe fand ein EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden statt, das abgebrochen wurde. Koranverbrennungen in Schweden hatten in diesem Jahr wütende Reaktionen unter Muslimen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von einem Zusammenhang mit der israelisch-palästinensischen Situation aus.